Sam. Am Platz. Ja, okay. Ja, ist gut. Ja, fein. Pass mir auf, Fleck. So ist gut. Ganz ruhig. Sehr gut. Ich habe viel nachgeforscht im Internet und ich habe festgestellt, dass sehr, sehr, sehr viele Kanekorsos genau diese Ausflipper haben. Im englischen Sprachraum nennen sie sich Zoomies. Von Zoom, 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 Zoom. Bei den großen Hunden ist es normal, dass sie sowas wie Geisterstunde haben. Ich habe euch das in einem Video gezeigt, wie das früher war. Das ist inzwischen seltener geworden, es ist aber immer noch so. Und zwar, wir haben festgestellt, dass das eigentlich mit der Reizüberflutung etwas zu tun hat. Je mehr Reize er verarbeiten muss, aber die nicht schafft zu verarbeiten, umso verrückter wird er. Das passiert während des Spaziergangs ab und zu, aber selten. Viel mehr passiert das aber nach dem Spaziergang. Als wir dreiviertel Stunde bis Stunde spazieren gegangen sind, passierte das öfter, öfter und intensiver eigentlich. Er flippte förmlich aus. Und als wir die Spaziergänge reduziert haben auf kleinere Längen, also auf kürzere Längen, ging das wesentlich besser. Und er war weniger aufgeregt, als wir vom Spaziergang zurückkamen. Wir glauben also, dass diese Ausflipper sehr viel mit der Reizüberflutung eines Hundes zu tun haben. Er braucht einfach Zeit, um die zu verarbeiten. Die Form, also der Aufbau unserer Spaziergänge ist immer noch gleich. Also wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, wir machen es strukturiert, er kriegt auch strukturierte Pausen und so weiter. Das ist es nicht. Wir haben festgestellt, dass es einfach die Länge ist und bei uns war auch die Tageszeit etwas, was es beeinflusst hat. Die nächtliche Spaziergänge waren ein größeres Problem als tagsüber. Wahrscheinlich hat er natürlich mehr Angst nachts, weil er nicht viel sehen kann oder nicht alles sehen kann. Unserer Meinung nach kann man eigentlich sehr wenig tun, wenn der Hund solche Ausflipper hat. Wenn der klein ist, beziehungsweise jung, dann kann man ihn natürlich in diesen Dreieck packen, diesen Dreieckgriff, den wir euch gezeigt haben in früheren Videos. So ein Kamel kann man nicht mehr in einen Dreieckgriff packen. Da muss man es entsprechend entweder anders machen, anders festhalten, einsperren in die Box oder einfach austoben lassen. Wir haben natürlich versucht, auch das umzulenken, indem wir ihn anders ausgelastet haben dabei, zum Beispiel mit ihm gespielt haben und so weiter, hat aber alles nicht geholfen. Also das Einzige, was bei uns sehr wahrscheinlich hilft, also wir sind noch nicht sicher, wir testen es gerade, ist die Länge der Spaziergänge reduzieren und Tageszeiten anpassen. Also weniger nachts gehen, mehr tagsüber. Dann werden wir sehen, wie es dann aussieht in einigen Tagen oder Wochen.